Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid bei 5 Fragen, 5 Antworten. Ihr kennt das ja schon, der Gast, der hier bei mir heute interviewt wird, der muss versuchen, auf meine 5 Fragen jeweils mit 5 Wörtern zu antworten, um es auf den Punkt zu bringen, was wir gerne von ihm erfahren möchten. Und heute darf ich Peter Kahlen hier im Interview begrüßen. Hallo Peter, schön, dass du hier bist. Peter, wenn du mit 5 Wörtern die Frage beantworten solltest, wie ist Peter Kahlen? Welche 5 Wörter würden das oder würden dich am besten beschreiben? Ich bin ein spiritueller Mensch, der vielseitig interessiert ist. Und wenn ich jetzt nicht gerade in meiner Werkstatt bin, dann lese ich viel, koche gerne und arbeite gerne im Garten, wo ich mit meiner Frau so ein bisschen Selbstversorgung treibe. Ah ja, okay. Selbstversorgung ist jetzt natürlich auch gerade in der Corona-Zeit wieder etwas, wo sich viele Menschen mit beschäftigen oder darauf besinnen. Barbara und ich, also wir haben das selber auch im Garten, haben angefangen zu überlegen, Mensch, was können wir denn machen, um ein bisschen unabhängiger zu sein? Und haben angefangen, die Wiese umzugraben, um wieder Gemüse anzupflanzen. Ja, dann kommen wir auch gleich schon zur nächsten Frage. Und die heißt, was macht Peter Kahlen? Ich modelliere Skulpturen aus Ton, zum Teil auch in Verbindung mit Holz, die auch für den Außenbereich taugen. Für den Außenbereich, da verwende ich Eichenholz, für innen dann Olivenholz und Treibholz. Ah ja, die Kombination mit Holz, das finde ich spannend, interessiert mich natürlich auch als Holzwurm sowieso. Gerade auch der Bereich Treibholz, das ist ja ein fantastisches Element. Und dass die selbst für draußen geeignet sind, das ist natürlich eine tolle Sache. Ja, und nun kommen wir zur nächsten Frage. Wenn Kunden etwas bei Peter Kahlen kaufen, was haben die eigentlich davon? Ich habe da mal einen Spruch aufgeschnappt. Ich weiß leider nicht mehr, von wem der ist, aber der trifft es ganz gut, was ich beim Kunde bewirken will. Und zwar heißt der Spruch, Kunst bringt Bewegung in die Köpfe und steigert die Lebensqualität. Kunst bringt Bewegung in die Köpfe, ja, das ist ein spannender Ansatz. Und Lebensqualität ist natürlich auch was, wo man jetzt in der Corona-Zeit gar nicht genug von bekommen kann. Zur nächsten Frage, Peter. Wieso macht Peter Kahlen das, was er macht? Ist gar nicht so leicht zu beantworten. Ist eher so ein innerer Antrieb. Sind Bilder in mir, die irgendwie nach außen wollen und die ich dann versuche, in den Skulpturen festzuhalten. Und wenn ich damit dann auch noch anderen Menschen eine Freude mache und vielleicht auch noch ein paar Euros verdiene, ist perfekt. Bilder in dir, die nach außen wollen. Das ist, erinnert mich so ein bisschen an den Spruch der Bildhauer Michelangelo, der ist mal gefragt worden, wie machst du das eigentlich, dass du da einfach so die Figuren aus diesem Stein rausholst? Und er hatte dann irgendwie mal geantwortet, ja, die sind da drin, ich sehe die da drin und ich hole die einfach nur raus. Das ist ja das, was ein Künstler ausmacht, ne? Dass man irgendwo was sieht, vor seinem geistigen Auge sieht, was dann die Hände einfach nur noch fertig machen müssen. Das ist dann der Unterschied zu Künstler und zu Leuten, die halt einfach nur etwas kopieren, die sich eine Vorlage nehmen und die nacharbeiten. Das ist hinterher auch schön, wenn da was bei rausgekommen ist, aber das ist halt der Unterschied zwischen, man ist Künstler wirklich aus sich heraus oder man kopiert irgendwie etwas anderes. So sehe ich das zumindest. Tja, und dann sind wir jetzt auch schon bei der letzten Frage, bei der 5. angelangt, die da heißt, Peter, wenn eine Fee dir 5 Wünsche schenken würde, was würdest du dir wünschen? Ich wünsche mir eigentlich auf der Welt, dass es weniger Konkurrenzdenken gibt und mehr Kooperation, mehr Miteinander. Der zweite Punkt wäre weniger Gewalt auf der Erde.
Der dritte Punkt, dass ich, also meine Frau und ich, dass wir gesund bleiben. Der vierte, dass wir unsere Ziele erreichen, die wir uns gesteckt haben. Und der fünfte Punkt, der uns Kunsthandwerker alle betrifft, dass im nächsten Jahr wieder Kunsthandwerkermärkte stattfinden. Ja, ich denke, da können wir alle aus ganzem Herzen dir zustimmen. Das wünschen wir uns alle. Aber ich bin auch ganz zuversichtlich, das wird jetzt sicherlich schon bald dann wieder möglich sein. Ich wünsche dir und deiner Frau, dass ihr lange gesund bleibt, eure gesteckten Ziele erreicht und sag ganz herzlichen Dank für dieses tolle, spannende Interview.